Hallo lieber Skorpion, heute mit der Prophezeiungskartenlegung, ja? So, ich unterteile das in drei Bereiche: Gegenwart, also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ja, und wir ziehen jeweils eine Karte. So, eins und noch eine Mischung. Nummer zwei, ups. Na gut, dann fange ich damit an. Ist halt so. So, okay. Elftes Haus für die Gegenwart. Wofür steht das elfte Haus? Ich schaue mal in mein Büchlein. Okay, es steht für soziale Beziehungen, für Projekte und auch für Gemeinsamkeiten. Ja, yeni bilgilere kendimi açıyorum. Das heißt, ja, ich öffne mich neuen Informationen in diesem jetzigen Moment, in dem jetzigen Leben. Ja, gucken wir mal zur Vergangenheit. Das würde mich jetzt mal interessieren. Zwölftes Haus. Aha, okay. Absteigen oder was? Kötü karmayı kırıyorum. Ja, das Ka den Karma, die schlechte Karma, ja, das lässt niederzerschmettern. Ja, also Ver Karma aus der Vergangenheit lasse ich fallen. Wofür steht das zwölfte Haus? Das zwölfte Haus ist für die für das Unterbewusstsein und für Geheimnisse, ja? So, dann die Zukunft. Neptun. Wofür steht unser Planet Neptun? Neptun, Neptun, Neptun. Ja, für meinen Glauben, für Ideen. Dafür steht dieser Planet. Ja? Hayaller ve gerçekler arasında seçim yapma gücü bana ait. Okay. Also für die Zukunft, was du von der Zukunft erwartest, zwischen deinen Hoffnungen und der Realität, ja? Du entscheidest, ja, was du vorziehst. Ob du nur jetzt träumst oder auch der Realität ins Auge siehst, ja? Das ist eine schöne Legung. Alles Liebe.